Jetzt ist das tatsächlich schon wieder eine ganze Woche her. Vor 7 Tagen ist eine noch ziemlich neue, nur wenige Monate alte Boeing 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines mit über 150 Menschen an Bord in Äthiopien kurz nach dem Start abgestürzt. Ihr wisst alle, was danach passiert ist. In den nächsten Tagen war zu dem Thema 737 MAX eigentlich nur noch Chaos. Jeden Tag kam irgendetwas Neues dazu. Und hier in diesem Video schauen wir uns jetzt mal an, was man 7 Tage nach dem Absturz zur Thematik 737 MAX wissen sollte. Und wir sprechen ein bisschen über das wirklich große Problem, das der US-Flugzeug Hersteller Boeing jetzt hat, weil das ist nicht nur ein simples Softwareproblem. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Wenn man das ganze Thema 737 MAX jetzt ein paar Tage nach dem Absturz mal mit etwas Abstand betrachtet, dann ist es doch wirklich überraschend, wie lange es dann letztendlich noch gedauert hat, bis alle Maschinen vom Typ 737 MAX wirklich am Boden geblieben sind. Mittlerweile hat das Flugzeug in fast allen Ländern auf der ganzen Welt ein Flugverbot bekommen und aktuell sollte keine der 370 ausgelieferten Maschinen noch mit Passagieren irgendwo unterwegs sein. Findet man jetzt allerdings immer noch Maschinen vom Typ 737 MAX, beispielsweise auf Flightradar in der Luft, da habt ihr mir ganz viele Nachrichten und Screenshots zugeschickt, vielen Dank dafür, dann kann man davon ausgehen, dass das eigentlich ausnahmslos alles sogenannte Ferryflüge sein dürften. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass das so viele davon sind. Gerade in den USA waren in den letzten Tagen doch wirklich noch sehr viele Flugzeuge vom Typ 737 MAX unterwegs, aber das sollten eben sogenannte Ferryflüge sein, das heißt Flüge ohne Passagiere. Für solche Flüge bekommen die Fluggesellschaften dann extra Genehmigungen, um die Maschine ohne Passagiere quasi nach Hause holen zu können oder eben dahin stellen zu können, wo gerade Platz ist. Denn je nach Fluggesellschaft betrifft das ja dann auch gerne mal bis zu 40 Flugzeuge und die wollen erstmal nebeneinander irgendwo geparkt werden. Aber auch hier im europäischen Luftraum hat man das in den letzten Tagen immer mal wieder gesehen, beispielsweise mit den Maschinen der TUI-Gruppe. Denn man muss ja bedenken, das Flugverbot für die 737 MAX, das war zwar schon irgendwo zu erwarten, dass das jetzt irgendwann mal kommt, aber bis es dann wirklich da war, das waren dann erst so die einzelnen Länder, die den Flieger dann verboten haben, aber der europäische Luftraum, der war dann wirklich erst so ab 18 Uhr abends für die Maschine gesperrt. Und rund um diese Uhrzeit dürften die ganzen Flugzeuge, die so gegen 22, 23 Uhr hier in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden irgendwo landen sollten, rund um diese Uhrzeit dürften sich die Flieger da unten auf den Kanaren fertig gemacht haben für den Rückflug und dann kam eben das Flugverbot. Das heißt, die mussten da erstmal unten stehen bleiben. Jetzt hat man sie ohne Passagiere nach Hause fliegen lassen, um sie dort zu parken. Das also erst einmal dazu, aber bleiben wir mal bei den Fluggesellschaften. Dass die, vorausgesetzt sie haben die 737 MAX überhaupt in ihrer Flotte, dass die einen Schaden davontragen von dem 737 MAX Grounding, das ist natürlich unvermeidbar. Und wenn wir jetzt mal bei der TUI-Gruppe bleiben, das sind hauptsächlich Ferienfluggesellschaften, da ist man jetzt natürlich damit beschäftigt, sich auf das für eine Ferienfluggesellschaft sehr anstrengende und volle Sommergeschäft vorzubereiten. Dafür hat man bei TUI 155 Flugzeuge zur Verfügung, um genau das abzudecken. Und jetzt fehlen da auf einmal 15 Flugzeuge, denn man kann ja sicherlich davon ausgehen, dass die 737 MAX jetzt erst einmal für die nächsten Wochen am Boden bleiben wird. Dadurch könnte es laut Schätzung innerhalb der Airline-Gruppe zu Zusatzkosten von etwa 3 Millionen Euro pro Woche kommen, weil eben die Kapazitäten dieser 15 Flugzeuge fehlen werden. Die Kosten kommen unter anderem dadurch zustande, dass man ja jetzt mal wieder auf Subcharter zurückgreifen muss. Fluggesellschaften wie Highfly oder Smartlinks, die kennen wir alle schon aus dem letzten stressigen Sommer. Und genau diese Fluggesellschaften, die wollte man jetzt eigentlich in diesem Sommer vermeiden. Kostet alles unnötig Geld, ist nicht so schön für die Passagiere, aber wenn man 737 MAX in der Flotte hat, dann kommt man da jetzt höchstwahrscheinlich gar nicht mehr drumherum. Dabei benötigt man zwar nicht für 15 ausgefallene Flugzeuge auch direkt mal 15 neue angemietete Maschinen, sondern man greift da erst einmal auf die eigenen Reservekapazitäten zurück. Das sind die Reservekapazitäten, die man sich nach dem harten Sommer 2018 jetzt, ja, gut erarbeiten musste, aber die hat man dann direkt auch wieder verbraten. Dazu gibt es noch günstiges Umbuchen und man guckt natürlich, dass man seine eigenen Flugzeuge so gut es geht auslasten kann. Das dann in Kombination mit ein paar angemieteten Maschinen. Das sind bei TUI dann vielleicht irgendwas zwischen 5 und 10 Flugzeugen, die man dann so braucht. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Aber da kann mir keiner erzählen, dass das nicht schon wieder richtig eng wird diesen Sommer. Jetzt könnte man dann natürlich auf die ganz egoistische Idee kommen, dass wir hier in Deutschland zumindest nicht von dem 737 MAX Grounding betroffen sind. Weil hier in Deutschland gibt es nun mal noch keine Fluggesellschaft, die eine 737 MAX betreibt. Das Flugverbot kam nämlich ganz kurz bevor TUI Fly als erste deutsche Fluggesellschaft eine Maschine vom Typ 737 MAX hätte übernehmen wollen. Gut, aber so ganz richtig ist das selbstverständlich auch wieder nicht, denn es gibt ausländische Fluggesellschaften, beispielsweise Air Italy oder auch Iceland Air, die auf bestimmten Deutschlandstrecken die 737 MAX einsetzen. Also da sind wir schon mal davon betroffen. Worauf ich aber eigentlich hinaus möchte, ist, dass TUI Fly jetzt zwar nicht direkt mit der 737 MAX arbeiten kann, aufgrund des Flugverbotes, aber das Flugverbot ist halt eben morgen nicht vorbei. Das heißt, dieses Verbot wird aller Voraussicht nach
auch den 737 MAX Erstflug der TUI Fly Mitte April verhindern. Mit anderen Worten, heute sind es vielleicht noch 370 Flugzeuge, die kapazitätsmäßig irgendwo auf der Welt fehlen, aber im nächsten Monat sind es dann irgendwann 400 Flugzeuge, die fehlen. Weil die Fluggesellschaften, die planen ja mit neuen Maschinen, planen mit Auslieferungen und haben ja auch dementsprechend schon Kapazitäten verkauft. Und das geht jetzt natürlich genauso weiter. Boeing hat nämlich verkündet, dass man die Auslieferung der 737 MAX bis auf weiteres komplett aussetzen wird. Pro Monat baut der Flugzeughersteller etwa 15 bis 20 Flugzeuge aus der 737 MAX-Reihe und etwa noch genauso viele 737 aus der Next Generation-Reihe. Auf den ersten Blick sind das jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele Flugzeuge, aber wenn man sich überlegt, dass dieses Flugverbot jetzt 3, 4, 5, 6 Monate dauern könnte, dann läppert sich das ganz schön schnell zu einer ganz schön großen Menge an Maschinen, die da am Ende des Tages irgendwo unterm Strich fehlen. In der Hoffnung auf das schnelle Finden einer Lösung in der 737 MAX-Thematik baut man das Flugzeug bei Boeing in den USA allerdings weiter. Das heißt, man baut diese 15 bis 20 Flugzeuge pro Monat, stellt sie dann auf dem Hof ab und wartet, bis die ausgeliefert werden können. Das Bild von halbfertigen Flugzeugen, das kennen wir mittlerweile von Airbus und von Boeing. Mit dem großen und ein bisschen unschönen Unterschied, dass es bei Boeing in den letzten 6 Jahren zum zweiten Mal jetzt dazu kommt, dass die Maschinen aufgrund von Sicherheitsbedenken dort stehen. Im Jahr 2013 musste bereits die komplette Boeing 787 Dreamliner Flotte weltweit am Boden bleiben, aufgrund ihrer brandgefährlichen Batterien. Das war damals für 3 Monate der Fall und auch in diesem Zeitraum hat man die Flugzeuge vom Typ 787 weitergebaut, sie dann auf dem Hof geparkt und gewartet, bis man sie endlich alle an die Fluggesellschaften rausgeben konnte. Jetzt geht es da allerdings um ein paar mehr Flugzeuge und wer weiß, wie lange das alles noch dauern soll mit dem Grounding. Vielleicht kann Boeing ja mal einige Parkplatzkapazitäten bei Volkswagen anmieten. Gut, wichtig ist jetzt nur zu verstehen, dass dieses Grounding auf gar keinen Fall als kurze Pause in der Produktion angesehen werden darf, sondern da kommen richtig unangenehme Folgen auf Boeing zu. Und die Folgen werden halt immer schlimmer, je länger das jetzt dauert. Schließlich melden sich spätestens jetzt auch mal die ganzen betroffenen Fluggesellschaften zu Wort. Beispielsweise hier in Europa Norwegian. Die sind hier mit 18 Flugzeugen betroffen, die von nun an am Boden bleiben müssen. Und zu den eben angesprochenen, bereits verkauften Kapazitäten, um die man sich ja dann kümmern muss, aufgrund der bald fehlenden Flugzeuge, mit denen man ja eigentlich gerechnet hat. Dazu ist die Fluggesellschaft ja auch jetzt in der Gegenwart sehr belastet, dadurch, dass sie die Flugzeuge am Flughafen einfach parken muss. Und der Chef von Norwegian, der ist sich sicher, dass er ganz sicher nicht die Kosten dafür übernehmen wird, sondern man wird die Rechnung an denjenigen schicken, der das Flugzeug produziert hat. So heißt es zumindest. Denkt da mal an die 3 Millionen Euro, die ich vorhin erwähnt hatte, bei 15 Flugzeugen für die TUI-Gruppe. Das ist dann irgendwann eine ganze Menge Geld. Und diese Reaktion, die wird jetzt selbstverständlich von vielen Fluggesellschaften kommen, beziehungsweise hauptsächlich von den Fluggesellschaften kommen, die ähnlich wie Norwegian eine große Anzahl an Boeing-Flugzeugen jetzt am Boden lassen müssen. Vor allem wird die Reaktion dann kommen, wenn dann tatsächlich irgendwann mal ein Richter entschieden hat, dass Boeing für genau diese Kosten aufkommen muss. Im Jahr 2013, als weltweit 50 Dreamliner für 3 Monate am Boden bleiben mussten, da hat das Boeing etwa 600 Millionen US-Dollar gekostet. Jetzt kommt man hier bei der 737 MAX höchstwahrscheinlich gar nicht um Kosten in Milliardenhöhe drumherum. Solche Kosten sind für ein Unternehmen wie Boeing höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile tragbar, denn in den letzten 20 Jahren hat man dort kein einziges Mal Verlust gemacht, auch nicht nach dem 11. September und im Jahr 2017 bzw. 2018 konnte man 8,5 bzw. 10,5 Milliarden Dollar Gewinn machen, was absolut gigantisch ist. Während Kosten hier also noch lange in einem machbaren Rahmen bleiben, dürfte der Imageschaden, den das Ganze mit sich bringt, sehr viel schwerwiegender sein. Denn das Problem, das Boeing hat, ist ja kein simpler Softwarefehler, sondern es ist allem Anschein nach die Tatsache, dass man hier ein sicheres Flugzeug aus Effizienz- und Kostengründen so sehr verändert hat, dass es so viele gravierende Unterschiede zum Vorgänger aufweist, die einer fliegenden Besatzung auf jeden Fall bewusst sein sollten, denn sie müssen mit sicherheitsrelevanten Unterschieden rechnen. Um den größten Vorteil der 737 MAX jetzt an der Stelle allerdings nicht zu zerstören, die Kommunalität, die Ähnlichkeit zur 737 Next Generation Reihe, die es Piloten bzw. generell fliegenden Besatzung ermöglicht, auf beiden Flugzeugtypen eingesetzt zu werden, um diesen Vorteil jetzt nicht zu zerstören, hat man scheinbar genau diese sicherheitsrelevanten Unterschiede etwas klein gehalten, womit man dann ein wiederum sicherheitsrelevantes Unwissen der Piloten gefördert und dadurch Crew und Passagiere, bewusst oder unbewusst, das muss jemand anderes entscheiden, einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt hat. Auf einer Internetseite, auf der Piloten anonym über Fehler diskutieren können und von Fehlern berichten können, da gibt es einige Beiträge, eine Handvoll Beiträge zu 737 MAX,
bei denen das Flugzeug nach dem Start scheinbar nicht so reagiert hat, wie das Piloten eigentlich erwartet hatten, beziehungsweise auch von der Vorgängerversion, also der 737 Next Generation Reihe, kannten. Andere wiederum sind ganz bewusst auf das umstrittene MCAS, auf das Maneuvering Characteristics Augmentation System der 737 Max eingegangen und beschreiben es als fast kriminell, dass man für ein solch hochkomplexes System nicht wirklich ein Extra-Training bekommen hat. Dort wird unter anderem genau das kritisiert, worüber wir hier in den letzten Tagen auch schon mehrfach diskutiert haben. Und zwar, dass das System, das MCAS, irgendwann, vorausgesetzt, die Piloten reagieren eben nicht richtig durch entsprechende Handgriffe auf das fehlerhafte Trimmen des Flugzeuges nach unten, dass das MCAS dann irgendwann quasi die Entscheidungsgewalt über das Flugzeug bekommt, da die Piloten dann irgendwann nicht mehr gegen das System ankommen. Hier wird an dieser Stelle also ein System, das den Piloten eigentlich vor seinen eigenen Fehlern schützen soll, die er dadurch machen könnte, dass die Max sich eben so sehr von ihren Vorgängern unterscheidet, aerodynamisch und in ihrer Reaktion auf Schuberhöhungen in niedrigen Geschwindigkeitsbereichen. An der Stelle wird ein System dann mächtiger als der Pilot. Und das geht doch voll gegen die eigentliche Boeing-Philosophie, oder nicht? Und ebenfalls ist es sehr überraschend, dass das MCAS durchaus fehlerhafte Eingaben vornehmen kann, wenn nur einer der Angle of Attack Sensoren fehlerhafte Werte liefert, da pro Flug je nur einer der beiden Flight Control Computer der Boeing 737 für das MCAS zuständig ist. Also da gibt es noch einige offene Fragen, die wir aber an dieser Stelle nicht beantworten können. Mittlerweile hat man an der Absturzstelle des Ethiopian Airlines Fluges wohl Bauteile gefunden, die auf eine kopflastige Trimmung kurz vor dem Absturz hindeuten sollen. Außerdem haben erste Untersuchungen des Voice Recorders wohl panische Piloten gezeigt. Das sind alles nur Hinweise, bis es klare Untersuchungsergebnisse geben wird. Dauert es sicherlich noch eine ganze Weile, aber wir bleiben an diesem Thema natürlich dran. Boeing ist jetzt selbstverständlich zu einem schnellen Handeln gezwungen. Erste Fluggesellschaften haben angekündigt, über ein Umlegen der 737 MAX-Bestellung auf Airbus-Flugzeuge nachzudenken. Also die Folgen der 737 MAX-Problematik da bei Boeing, die sind sehr viel weitreichender als nur eine kleine Produktionspause. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren jetzt eine Woche nach dem Absturz nochmal ein paar interessante Informationen zur 737 MAX mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.